Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ja, ich muss jetzt im Vorab sagen, es ist alles schief gelaufen eigentlich, was nur schief laufen konnte. Zu einem, ich habe eine Aufnahme hier zuvor schon 20 Minuten gezockt gehabt. Auf einmal habe ich einen Bluescreen gehabt und damit war die Videoaufnahme ja im Arsch gewesen. Also ich konnte sie auch nicht wiederherstellen, weil er hat mittendrin abgebrochen und er hat es nicht richtig, wie gesagt, abgespeichert. Ja, und zum anderen, ich habe jetzt hier versucht aufzunehmen, also mein Voice sozusagen, meine Stimme. Und ja, das hat er irgendwie auch nicht gemacht. Also muss ich ab hier nachsynchronisieren. Und ja, was haben wir geschafft? In der Folge zuvor eigentlich ja nicht viel. Ich habe da so eine Station entdeckt. Da habe ich diese schnieke Waffe hier bekommen. Und ja, also mit der können wir besser abbauen. Und sind noch ein paar Extras dabei. Ja, Kampfverstärker, Strahlintensivierer Tether, also die upgraden sozusagen unsere Waffe hier. Ja, und es lässt sich damit halt auch besser abbauen. Neue Technologien müssten wir jetzt auch nochmal in den reinwerfen. Und zwar den Blitzwerfer, den würde ich gerne mir craften. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Material. So, und zwar in Form von Eisen. So. Das sollte eigentlich schon reichen. Nein, es tut noch nicht reichen. Doch. Nein. Hat noch nicht gereicht. Plutonium nehmen wir auch mal mit. Plutonium können wir immer gebrauchen. So. Das soll reichen. Prima. Und dann können wir jetzt auch den Blitzwerfer betätigen. Was ich zuvor nicht hingekriegt habe mit unserem Multiwerkzeug. Ich wollte eigentlich immer den Waffenmodus wechseln und habe alles am Rad gedreht, von meinem Mausrad, aber das funktioniert nicht. Mit Taste X kann man das machen. Werden wir jetzt gerade mal hier durchtesten. Geht auch einwandfrei. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man nachladen tut. Jetzt nehmen wir mal schnell zum Bergbaustrahl. So. Okay, Blitzwerfer. Welche Einheiten sind wieder deaktiviert? Das Fässchen rollt uns von dannen. So. Das war die Taste nicht zum Nachladen. Ich probiere gerade mal durch. Ja, damit können wir nur gucken. So, muss ich doch noch mal in den Steuerungen gucken. So. Moment. Flugsteuerung normal, ja. Controller Vibration. Wir haben ja keinen Controller. Hä? Wo steht denn das? Umsehen, bewegen, Steuerung. Nee. Oh, ich bin so doof. Jetzt bin ich wieder rausgegangen. Nochmal. So, in der Aktion Nahkampf scannen, Taschenlampe, Zoom aktivieren, Zoom vergrößern, mal weiter scrollen, hat Anzeigen springen, Chatpad, Kanal, nachladen, da haben wir es doch, Taste R. So, so können wir auch nachladen. So geht's. So, ich hoffe, die Tierchen hier, die tun uns nichts. Gucken wir doch erstmal in den Vorteil nach. Naja, Granatenantrieb, Plasmawerfer, Begleiteinheit, neue Technologie natürlich wieder entdeckt. Können wir alles demnächst mal in unsere Waffe investieren. Flora. Strahlungslevel fällt. Das ist nicht gut. So. Dann gucken wir nochmal nach, was dort drin ist. Neutrino-Modul. Also auch nichts Neues.
So, dann würde ich sagen, heben wir mal ab. Schauen wir mal, was wir dort drüben finden. Ja, diese leichten Ruckler, ich kann es mir nicht erklären, warum die entstehen. Im normalen Spielverlauf einwandfrei läuft das Spiel butterweich durch, aber ja, ob Broadcast, wahrscheinlich muss ich mal ein paar Einstellungen vornehmen, aber das werde ich mal in einer Testrunde machen, damit diese Ruckler hier weg sind. So, ja, okay, extreme Strahlung. So, was findet man denn hier überhaupt? Nur ein Speicherpunkt? Mehr nicht? Na gut, ein paar Isotope. So. Ja, Plutonium, ist klar, das sieht man ja immer. Ein Schildsplitter. War auch nicht so ganz Bombe, fand ich, aber naja. Was will man machen? So, dann wollen wir mal. Oh, Heridium. Heridium könnten wir eigentlich abbauen. Platz haben wir ja noch. Heridium haben wir auch dabei. Das bringt aber nicht viel irgendwie. Nur 27,5 Units. Je. Stück von Heridium. Ja, ergeb dich. Das vergessen wir mal gerne, da umzuwechseln auf den Bergbaustrahl. Das nehmen wir alles mit. Wer weiß, wann wir das nächste Mal nochmal Heridium bekommen. Flugzeug ist da hinten. Ah, gerade einen Frosch im Hals gehabt. Entschuldigt. So, das haben wir ja noch. Ja, das vergisst man auch gerne mal. Die Überhitzung des Abbaustrahls. Hat diese kleinen Popeldinger, die nerven immer. Da musst du schon extrem gut zielen, damit du die überhaupt treffen kannst. Ja, da sollten wir auch mal bald wieder was investieren in die Lebenserhaltung. So, das Eisen brauchen wir nicht. Und Iridium wollten wir. Oh, da haben wir ja sogar schon zwei Plätze voll. Ja, wenn das so ist, einmal raus. So viel wollte ich nicht mitnehmen. Eigentlich war das jetzt total unnötig, was ich gemacht habe. Stelle ich gerade mal fest. Ah, naja, gut. Gehört zum Lehrprozess dabei. Wieder einmal ein bisschen mehr Zeit gestreckt. Ah, sehr gut, sehr gut. Nein, Spaß. Manchmal, hast du Dinge, die eigentlich unnötig sind. So ist es eigentlich auch im wahren Leben. Ich merke das öfters mal bei mir auf der Arbeit. Du machst, wenn du neue Aufgaben zugeteilt bekommst, ist natürlich erstmal ganz ungewöhnlich. Bist dann auch aufgeregt. So, und dann machst du eigentlich die Dinge manchmal komplizierter, wenn es auch manchmal einfach geht. Es ist so, ich habe gerade kein passendes Beispiel, aber das ist mir schon ein, zwei Mal bei mir auf der Arbeit so aufgefallen. So, dann wollen wir mal den Rückweg zu unserem Raumschiff mal auf den Weg machen. Fliegen wir mal so ein bisschen durch den Gangway. Wie schnell das immer geht, wenn man hier eintauchen geht.
So. Also dieser Planet hier, der ist sehr lebensfeindlich, stelle ich fest. So. Ich kann noch mal ein bisschen Kohlenstoff mitnehmen. Gut, dass wir so eine weite Reichweite haben. So, das geht alles in die Lebenserhaltung. Beziehungsweise erst in den Bergbaustrahl. Versteht, ich tue nachsynchronisieren, da weiß ich nicht, ob ich in die Lebenserhaltung oder ne, in meinen Bergbaustrahl rein investiere. Ich wäre jetzt davon ausgegangen. Aber naja, gut. Beim zweiten Mal gucken ist natürlich wieder alles anders da. So, da hinten haben wir auch wieder ein Fragezeichen. Da fliegen wir mal hin. So, dann wollen wir doch mal schauen, was uns dort erwartet. Na, ja, das ist wieder so ein Teil, wo wir Wegpunkte, glaube ich, finden. Überbrückungsschiff ist dafür notwendig. Achso, so ein Signalscanner. Entschuldigt. So. Ja, ist ja gut. Was ich natürlich eben vom Raumschiff aus nicht sehen konnte, dass der Punkt hinter diesem Berg ist. Sonst wäre ich natürlich da oben auf dem Berg gelandet. Sah aber von der Ferne noch aus, als wäre es da vor dem Berg. Kann man ja nicht wissen. So, das wird nichts. Au. Und kriegt da das Schild runter geht. Leck mich fett. Das waren vielleicht nur 3 oder 4 Meter aus der Höhe, die mir gefallen sind. So, wo ist denn jetzt wieder der Punkt? Ah, da unten. So. Einmal kurz abspeichern. Ja, mehr gibt's hier nicht. Das hat sich aber echt gelohnt, weißt du das? Das Lichtchen können wir auch mal ausprobieren. So, toll. Das hat sich aber gelohnt. Also wenn das alles hier unter Wasser ist, dann hält mich hier eigentlich nichts mehr auf diesem Planeten. Weil ich sehe nicht ein, jedes Mal hier Tauchgänge zu machen und irgendwie an so eine Stelle dahin zu kommen. Dafür haben wir genügend andere Planeten mit eventuell besseren Kriterien auch. So, wieder mal ein Reisemeilenstein erreicht. 15.000 Schritte zurückgelegt. Oh, das wird sich noch ein bisschen läppern.
Bin mal gespannt, wie viele Meilensteine wir deswegen finden. Oh, nicht genügend Treibstoff. Toll. Wir brauchen Plutonium. Das finden wir ja so oft hier auf diesem Planeten. Schauen wir mal, wo wir was finden. Echt geil, die Geräusche. So, da haben wir ein bisschen Plutonium. Aber ich sehe nirgends, also noch mehr Plutonium. So. Na, besser als nichts, oder? Das ist kein Plutonium. Tja. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber naja gut. Hauen wir das erstmal in die Startschubdüsen. Dann kommen wir wenigstens hier von dem Platz weg. Ich sollte mir mal angewöhnen, immer mal so ein bisschen was auf Tasche zu legen. Für den Fall der Fälle halt. So, schauen wir mal, was wir jetzt noch so finden. Einmal fröhlich durch die Gegend scannen. So, was haben wir dort? Wollen wir doch mal gucken. Landen wir mal. Nee, eine Absturzstelle. Cool. Die habe ich auch noch nicht entdeckt. Schauen wir doch mal. Verlassenes Raumschiff, Phasenstrahler, Photonstrahler. Das muss alles reaktiviert werden. Da ist überhaupt nichts drin. Da müsste man ein bisschen was investieren, aber es wird mal alles in Gang kriegen. Tja. Erst noch mal gucken, was wir so finden. Ich will doch gerade mal den direkten Vergleich machen, wie viele Plätze mehr der frei hat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hat der und wir haben 3, 6, 9, 12, 15. Also gerade einen Platz mehr. Da können wir auch bei unserem Raumschiff bleiben, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so die große Menge. Die Hightech-Notfallsysteme des Schiffes werden aktiviert, als ich an Bord kletterte und ein Hologramm erscheint. Die Lichter auf der Maske, die es trägt, sind breit und verdunkelt. Der Pilot berichtet ruhig von seinem bevorstehenden Tod. Es sind Explosionen und der Lärm berstenden Metalls zu hören. Das Hologramm verschwindet und macht den Blick auf einen Aufbau mit funkelnden Technologien und Geräten dahinter frei. Einige sehen noch funktionstüchtig aus. So, nach transportierten Gütern suchen oder nach funktionstüchtiger Technologie suchen. Welches nehmen wir? Nach transportierten Gütern suchen oder nach Technologie ist eigentlich immer ganz gut. Das Forschungsschiff befördert faszinierende Technologieentwicklungen. Ich scanne einen Bauplan und kann einige davon nun selbst herstellen. Cool, neue Technologie entdeckt: Phasenstrahler, Raumschiff, Lasergerät, Raumfahrer, Schalenwaffe und Asteroidenbergbaugerät. Sehr gut. Können wir zukünftig mal in einen besseren Raumschiff investieren. So, was finden wir hier? Impulsdüse Tau, Impulsantrieb Begleiteinheit. Haben wir das auch schon entdeckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube noch nicht.
So, mal gucken, was im Frachtabwurf ist. Nichts. Das ist viel. Und eine Schildplatte. So. Ah ja, und da brauchen wir wieder einen Atlaspass. Ist klar, ne? Die Dinge, die sind so arschteuer. Die kosten ein halbes Vermögen, meine ich. Hab ich so in Erinnerung. So, nochmal gucken. Alles abgegrast. Gut. Ja. Nee, also, da warten wir auf besseres Raumschiff, würde ich sagen. Gut, dann gucken wir nochmal. Hinten waren Silikate. Eisen brauchen wir nicht. Da gibt es auch nichts mehr zu entdecken. Hm. Ja, ja, das sieht noch gut aus. Ja, dann hält uns hier eigentlich nichts mehr und würde sagen, wir düsen weiter. Aber gut, dass wir sowas gefunden haben. So, da haben wir schon wieder das nächste Fragezeichen. Dass die alle immer unterm Wasser sind, das verstehe ich nicht. Jedes, was wir jetzt gefunden haben, das war immer unterm Wasser. Haben wir das eigentlich schon gescannt? Warte mal, überlegen. Nein, haben wir noch nicht gescannt. Dafür jetzt. Das kann man natürlich immer brauchen. Mal einen kleinen Vorrat anlegen. Für den Fall der Fälle. So, leider bin ich doch mal gespannt, was wir dort finden. Oh, ist auch wieder hinter dem Berg. Leck mich fett. Irgendwie immer recht ungünstig gesetzt. Du denkst immer, es ist, wie gesagt, da vor dem Berg oder irgendwo da in der Mitte. Und auf einmal, ja, ihr seht es ja selber. So, wo war das jetzt gerade mal? Ah, da. So, ich glaube, da können wir wieder was lernen. Tribut an Uyaldiab. So. Grenzlicht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht meinen Verstand in die Erinnerungen und Stimmen der Korvax-Echos. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Die Atlassen stellen Reim allein durch die endlose Leere. Sie sind still. Sie sind unverständliche Fragmente eines uralten Ganzen. Und doch formt ihr Abdruck im Raum und Zeit unserer Existenz. Sie sind die Gleichung und das Leben ist die Antwort. Durch die Monolithen verleihen sie ihrer grenzenlosen Bedeutung und unserer eigenen ein Verständnis. So, dann wollen wir doch mal um Hilfe bei der Sprache bitten. Mein Wissen über die Korvax-Konvergenz wächst. Das Wort für hoch haben wir gelernt. Zum Beispiel, wie hoch die Tassen. Schön. Das haben wir auch noch nicht entdeckt. So. Das auch noch nicht. Sehr schön. Schön, wenn wir neue Sachen entdecken. Ich hoffe, bevor wir am Sauerstoffmangel krepieren, schaffen wir es noch an die Oberfläche. Es wird knapp, es wird knapp. Ja doch. Haben wir ganz gut hingekriegt. So, wo ist das Raumschiff da hinten? Extreme
Sind da gerade Fische in der Luft geschwommen oder habe ich mich. Ach nee, ah. Das sind hier die Drohnen. Aua! Jetzt habe ich eigentlich gedacht, ich schaffe es gerade noch mal so ins Wasser. Naja. So, haben wir eigentlich den Kollegen da? Schaffen wir den noch? Ja. Haben wir gekriegt. Eine weite Kreatur. Ist fügsam. Ah, das ist ein guter. So, ah, da ist ja noch Plutonium. Das sind wir natürlich zu weit entfernt. Tja, mal gucken, vielleicht kommen wir von da drüben etwas besser dran. Einmal hier rüber. So. Sehr schön. Da sehe ich noch ein bisschen was. Okay, aber den Kohlenstoff, den schaffen wir. Da haben wir noch Platz. Nein, haben wir auch nicht. Ich dachte, wir hätten noch Platz für Kohlenstoff. Hm. Also können wir dafür ein bisschen was transferieren. So, da ist das schon mal wieder voll. Gefahrenschutz, das könnten wir auch mal wieder erneuern. Das können wir ja hier mit der Schildplatte machen. Haben wir ja jetzt genug. So, schön. Fast voll wieder. Ah, wenn wir es haben, hauen wir das bisschen auch noch rein. So, jetzt will ich keine Beschwerden mehr hören. So, das Plutonium, das können wir nochmal rüberschießen. So. Okay, dann können wir das noch mitnehmen. Gut, okay. Ich sehe nichts mehr. Würde sagen, dann wieder ab zum Raumschiff und lasst uns mal weiter düsen. So, auf und davon. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das nächste Fragezeichen Witter unter Wasser ist, dann, ja, dann düsen wir von dem Planeten weg. So, und hier ist es auch wieder der Fall. Ich würde sagen, wir wissen unser Ziel. Da vorne die Raumstation, das wird unser Ziel sein. Dafür wechseln wir aber jetzt erstmal den Orbit, weil da lässt sich doch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Also da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ja, noch ein bisschen. Müssen noch ein bisschen an Höhe gewinnen. So. Nein, nicht sinken. Da vorne wollen wir hin. Ab in den Impulsantrieb. Und gib ihm! Yeah. Stelle ich mich immer ganz bildlich vor, wenn ich dann in dem Raumschiff sitze mit diesen flatternden Backen. Da macht das immer so. So wie bei Werner, der in seinen. Muss man gerade überlegen. Das war der erste Teil von Werner. Da haben die doch dieses eine. Was war anders? Dieses Auto da. Da haben sie doch so einen Flugzeugmotor reingeknallt. Und wenn die dann voll Stoff gegeben haben, da haben die Backen dann immer so geflattert. So stelle ich mir das hier vor.